Ja, hallo meine Freunde, ich bin's wie immer, Gunshot. Und ich bin wieder hier mit dem Status-Support vom 15.03. für DayZ Standalone. Brian Hicks hat sich mal wieder zu Wort gemeldet mit seinem Animation-Lead Victor Kostik und haben ein paar Sachen über die bisherige Entwicklung in Richtung der 0.60 Veröffentlichung geäußert. Und ja, dabei sprachen sie halt über Fortschritte, aber auch über anstehende Herausforderungen im Bereich Rendering, Animation und Gameplay, um dass sich dieser Status Report im größten Teil dreht. Die Inhalte des Status Reports sind einmal Updates zum neuen Renderer und der Benutzeroberfläche, dann einmal wieder das Animationssystem, die Gameplay-Programmierung und die Kommunikation mit der Community. So, dann gehen wir mal auf die einzelnen Punkte etwas näher ein. Und zwar die Updates zum neuen Renderer und der Benutzeroberfläche. Auf 0.60 müssen wir wohl leider doch noch etwas länger warten, beziehungsweise verzögert sich die Erscheinung auf den Experimental-Servern doch noch etwas. Während der Renderer nun mittlerweile wohl zufriedenstellende Ergebnisse liefert, arbeiten jetzt die Entwickler mehr an den Bugs der Benutzeroberfläche. Da ja jetzt die Umstellung von DirectX 9 auf DirectX 11 kommt und damit das alte Benutzerinterface, also User-Interface, wie ihr oder wir es kennen, entfällt, da das neue Interface ja dann natürlich zufriedenstellend arbeiten soll, damit wir dann nicht so Probleme haben, wie das jetzt mit dem derzeitigen New UI im Endeffekt ja der Fall ist, wo wir im Endeffekt einige Probleme haben, gerade zum Beispiel was das Anzeigen unserer Statuswerte angeht, ob wir healthy sind oder stuffed und so weiter, das kriegen wir nicht angezeigt. Und gerade daran arbeiten die, dass unter dem neuen Interface das alles auch funktioniert und wir mit dieser Oberfläche natürlich super arbeiten können. Was auf jeden Fall auch noch viel Zeit in Anspruch nimmt, ist auf jeden Fall die Implementierung neuer Waffenoptionen. Das sind ja die Ladehemmung und überhaupt Probleme in der Nachladefunktion, dass diese verursacht werden, gerade bei unseren Waffen, dass wenn wir halt schießen, das auch einfach mal dazu kommen kann, dass wir einen Rohrkrepierer haben und dann natürlich diese Waffe selbstständig repetieren müssen, damit wir im Endeffekt weiterschießen können oder sogar halt ein Weapon Cleaning Kit benutzen müssen, damit diese Waffe überhaupt wieder ordnungsgemäß funktioniert. Das Einfügen dieser Option soll wohl doch nicht ganz so einfach sein und frisst dementsprechend natürlich viel Zeit. Nebenher haben die Entwickler noch festgestellt, dass wohl nebenher eine übermäßige Belastung des Datenverkehrs durch das Speichern und Laden der Charaktere verursacht wird. Und jetzt arbeiten sie im Endeffekt daran, um diese Methoden neu zu schreiben, sodass das Problem beseitigt wird und dort im Endeffekt kein übermäßiger Datenverkehr mehr besteht. Kommen wir mal zu den abgeschlossenen Aufgaben. Die abgeschlossenen Aufgaben sind einmal die Renderoptimierung des 0.60 Builds, also die Performance-Verbesserung in Städten um 50%. Dann wurden erfolgreiche Tests des Renderers durchgeführt. Einstellungen in den Grafikoptionen wurden auch abgeschlossen. Kommen wir zum momentanen Fokus. Der momentane Fokus liegt auf dem MSAA Hardware Multi-Sampling Support, dann noch auf dem Alpha-Zudeckungsgrad GPU-Verbesserungen, das heißt Verbesserungen im Rendern von Vegetation, Wäldern etc. Das heißt, dass die Grafikkarte, also eure GPU, da besser mit klarkommt, die Vegetation und die Wälder abzurendern und dass alles nicht alles nur CPU-lastig ist, denn bisher wurde ja die CPU bei DayZ wirklich extremst belastet und selbst auf sehr guten Rechnern konnte es zu einer übertrieben starken Auslastung kommen, bei manchen sogar wirklich bis auf 100% hochgeknallt und das selbst bei neuen CPUs und das kann es halt nicht sein und so wird jetzt halt daran gearbeitet, dass die GPU auf jeden Fall dort auch wesentlich mehr Aufgaben übernimmt und so natürlich auch die CPU-Rechenleistung entlastet wird. Kommen wir jetzt einmal zum Animationssystem. In dem Video, was ich euch jetzt hier im Hintergrund laufen lasse, erkennt ihr die Vielfalt an Möglichkeiten, die das neue Animationssystem bietet. Dementsprechend sagen jetzt die Entwickler, müssen die viel Arbeit noch investieren, um Animationen wie das Laden von Magazinen oder das Reinpacken von einzelnen Kugeln oder das Arbeiten mit waffenspezifischen Mechaniken fertigzustellen und zu optimieren. Die verletzten Animation ist intern bereits in der Testphase, jedoch fehlen auch hier noch weitere Animationen, bis diese reif für die Veröffentlichung sind und wir diese dann endlich zu sehen bekommen. Kommen wir zum nächsten Punkt der Gameplay-Optimierung. Ihr merkt jetzt selber schon ein bisschen, ich springe hier ein bisschen hin und her. Dieses Mal ist es wirklich nicht viel gewesen, was gesagt wurde. Es war eigentlich mehr so ein Update, damit wir natürlich zwischendurch so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten werden. Vor allen Dingen, weil es jetzt die letzte Zeit doch etwas ruhig geworden ist, da kam mir dieser kleine Status-Report doch zugute, um mal wieder ein bisschen auf dem Laufenden gehalten zu werden. Kommen wir nun, wie gesagt, zur Gameplay-Programmierung. Die Entwickler haben nun mittlerweile es geschafft, Items zufällig in den Weltcontainern, zum Beispiel in Kleiderschränken, spawnen zu lassen. Das heißt, dass wir Loot in den Kleiderschränken selbst finden können,
wie zum Beispiel eine Reispackung etc. Das war bis jetzt bloß vereinzelt mal möglich oder diese lagen vor den Schränken. Jetzt ist es möglich wirklich, dass diese Sachen in Kleiderschränken, Kühlschränken, Öfen etc. auch dort drin in diesen Objekten spawnen zu lassen. Weiterhin wurde nun ein neues System zum Spawn der Infizierten und Tiere geschrieben, welches jedoch noch nicht in der 0.60 vorhanden sein wird. Die arbeiten halt zurzeit noch dran und das ist halt alles auch noch einfach Zukunftsmusik und für euch einfach mal nice to know. Zu guter Letzt haben wir bei der Gameplay-Programmierung noch zu sagen, dass Teile des Netzwerkcodes neu geschrieben werden mit dem Ziel, die Server-Performance zu verbessern und gerade die ärgerlichen Desynchronisationen zu reduzieren. Als letzten Punkt habe ich jetzt noch einmal die Kommunikation mit der Community, die jetzt nicht unbedingt selbst das Spiel betrifft, sondern mehr den Punkt, wie wir über die weitere Entwicklung informiert werden. Im Zuge dessen wurde ein neuer Markenmanager mit Namen D-Hawks eingestellt und dieser soll halt für eine Verbesserung der Website sowie verstärkte Werbung und Merchandise für das Spiel verantwortlich sein. Damit haben sie jetzt jemanden eingestellt, um natürlich weiterhin die Arbeit mit der Community zusammen noch weiterhin zu verbessern, sodass wir im Endeffekt auch noch auf dem Laufenden gehalten werden und auch mehr in die Entwicklung einbezogen werden. Zeitgleich zur 0.60 Experimental Version sollen die Survivor Games wieder aufgenommen werden und die Qualifikationsphase dieses eSports Events soll als Härtetest für die Experimental Version genutzt werden. Da bin ich ja mal gespannt, was da am Ende rauskommt und wie die Experimental-Version sich bis dato gemacht hat. Ja, meine Freunde, das war es eigentlich schon wieder zum Status-Report. Ihr merkt selbst, nicht wirklich viel Neues. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch mit diesen kleinen Infos ein wenig auf dem Laufenden halten konnte. Es heißt also, wir müssen immer noch ein bisschen warten, ein bisschen mehr Geduld zeigen, aber ich denke, mittlerweile sollten wir das alle gut geübt haben mit Daisy. Und mit diesen Worten will ich mich von euch verabschieden. Lasst mir natürlich einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Konstruktive Kritik natürlich gerne in die Kommentare unten. Und ansonsten, liebe Freunde, wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.